Zurück zum Reittherapiezentrum im Schloss Rheintal. Pächterin Dr. Dagmar Ziedek ist davon überzeugt, dass man sie loswerden will. Sie fühlt sich von öffentlichen Stellen gemobbt. Denn nach den Attacken gegen ihre Pferde wurde es noch viel schlimmer. Es wurde dreimal an meinem Auto manipuliert, wobei ich bei den ersten zweimal mich der Notdiensthelfer von BAÖ zwar darauf aufmerksam gemacht hat, dass ihm in diesem Fall etwas sehr komisch vorkommt. Also es wurden Kontakte gelöst. Das zweite Mal wurde die Lenkstange von unten gelockert. Das hätte, wenn mein Sohn nicht so gut reagiert hätte, wie er gesehen hat im Rückspiegel, auf einmal hat es geschlagen, weil das Rad geklopft hat, weil ja die Schrauben rausgeflogen sind und sich gelockert haben. Das sah er im Rückspiegel und hat dann so gut reagiert, dass er nicht gebremst hat, sondern auf der Autobahn mit dem Pferdehänger hinten drauf auf der Nebenspur ausgelaufen ist. Und dadurch ist auch nichts passiert, weil wenn er gebremst hätte, haben die Spezialisten gemeint, dann hätte sich das Zugfahrzeug mit Hänger auf der Autobahn überschlagen. Dagmar Ziedek selbst wurde nie einvernommen. Nur der Sohn wurde von der Polizei befragt. Eigentlich dachte die Ärztin, dass nun der Staatsanwalt die Polizei mit den Ermittlungen beauftragen würde. Aber es kam ganz anders. Die Kriminalpolizisten waren ein paar Mal hier bei mir vor Ort und haben gesagt, sie haben also 14-tägig gebettelt, einen Ermittlungsauftrag zu bekommen und haben aber keinen Ermittlungsauftrag bekommen. Ich hatte dann Opferschutz, eine Opferschutzanwältin, und die hat dann in Erfahrung gebracht, dass das Verfahren niedergelegt worden ist, ohne uns zu verständigen und ohne uns einzuvernehmen. Es ist nichts passiert. Die Attacken selbst hörten nicht auf. Es gab Einbruchsversuche, Zäune wurden niedergerissen. Die Täter wurden nie ausgeforscht. Wenn es einmal bis zu Mordanschlägen geht, die definitiv Mordanschläge waren, sonst hätte die Mordkommission nicht ermittelt. Die Unterlagen stehen auf meiner Webseite. Das ist sicherlich eine der höchsten Formen von Mobbing, die es gibt. Weil was noch mehr als Angriff auf Leib und Leben? Dagmar Ziedek will aber nicht klein beigeben. Sie kämpft weiter, obwohl sie der Rechtsstreit gegen die Behörden mittlerweile ein Vermögen gekostet hat. Und sie schreckt auch nicht davor zurück, auf ihrer Homepage Namen zu nennen. Die Stadt Graz die hat seit 8 Jahren ein Verfahren gegen mich laufen, wo der Bürger mit seinen Steuern die Beamten bezahlt, die diese Verfahren gegen mich einleiten und führen. Der Bürger der Stadt Graz mit seinen Steuern die Anwaltskosten bezahlt, der Stadt Graz gegen mich, gegen eine Bürgerin. Und ich als Bürger muss aber rudern. Und da sehe ich schon auch die Tendenz, mich da so in diese Kosten hineinzuschicken, dass ich das irgendwann als Bürger nicht mehr berappen kann. Und dass ich dann die Gerichte, die Kosten, die Anwälte nicht mehr zahlen kann und die andere Seite dann allein deswegen schon gewinnen wird. Was das zusätzliche Mobbing betrifft, verstehen wir unter Mobbing natürlich auch die ständige Belastung mit verschiedenen Anzeigen, auch mit diesen ständigen Vermessungen trotz ungeklärter Rechtslage, wo die Frau Dr. Ziedek, meine Mandantin, nie zur Ruhe kommt, wo nicht abgewartet wird, wie entscheidet das Gericht. Mittlerweile wurde das Schloss jetzt ein weiteres Mal verkauft, obwohl Dagmar Ziedek laut Vertrag ein Vorkaufsrecht hätte. Der neue Käufer steht bereits im Grundbuch. Dagegen wehrt sich die Pächterin vehement. Unterstützung erfährt sie durch den Naturschutzbund. Er sieht sich als Eigentümer, der hier alles machen kann und ins Haus rein will und vor der Tür steht mit 8 Mann und sagt, jetzt aufmachen, Begehung. Haben wir alles schon gehabt, ja. Also so einfach Druck ausüben halt, ne? Ich will es nicht sagen, aber manche Projektwerber gehen über Leichen, unter Anführungszeichen, und da sind alle Mittel recht. Und das ist sehr grausam und sehr verletzend, was da passiert. Also das ist etwas, also der Druck, der hier auf eine Frau Dr. Ziedek mit ihrer Familie lastet, ist enorm, weil da werden alle Rädchen scheinbar in Bewegung gesetzt, um dort zu entwickeln. Und wenn das jemand nicht möchte, wie man Naturschützer merken das ja, wir haben ja diesen Druck ständig bei vielen Projekten. Die Projektwerber wollen ihr Projekt umsetzen, es sind Millionenprojekte, und dann gibt es ein paar so Verhinderer, unter Anführungszeichen, die sich gegen das Projekt stellen. Ja, die wird man natürlich möglichst schnell weg haben wollen. Schöne neue Welt. Scheiß Kerle. Ach, unten, wir kriegen sie. Ja, ja.
Die Gegenseite, die GBG Graz, nahm schriftlich zu dem Thema Stellung. Sie schreibt unter anderem: Frau Dr. Ziedek hat von Anfang an keine Zinszahlungen in der vereinbarten Höhe geleistet. Ebenso kam es zu keiner Umsetzung des geplanten Reit- und Therapiezentrums. Frau Dr. Ziedek hat alle Vergleichsangebote abgelehnt, sodass die GBG gezwungen war, eine Bestandszins- und Räumungsklage wegen erheblicher Bestandszinsrückstände einzubringen. In der Verhandlung wurde das Verfahren bereits geschlossen und das Urteil mündlich verkündet. Die Pächterin des Schlosses hat gegen dieses Urteil sofort Berufung eingebracht.